Ein Thema dominiert momentan die Medien, und zwar die aktuelle Haushaltssperre, die das Finanzministerium den Ministerien verhängt hat. Und Hintergrund hier ist ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und dieses kann durchaus auch Auswirkungen auf potenzielle Bauherren und Immobiliensanierer haben. Welche genau, das beleuchten wir heute in diesem Video. Ich bin Kai, herzlich willkommen im Baufi-Lab. Worum geht es eigentlich? In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes werden schuldenfinanzierte Ausgaben der Regierung von über 100 Milliarden Euro als potenziell verfassungswidrig erklärt. Und betroffen hier sind die Klima- und Transformationsfonds, dementsprechend auch die Mittel für das BEG. BEG ist die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Darüber habe ich schon mehrere Videos auf meinem Kanal gemacht. Das sind die Förderungen für eure Neubauvorhaben, zum Beispiel im Programm 297 und 298, aber auch KfW-Förderungen für Sanierungsmaßnahmen. Das läuft unter dem Programm 261. Bestandteil des BEG sind aber auch die BAFA-Förderungen, also die Einzelmaßnahmen im Rahmen von Sanierungsvorhaben an eurem Objekt. Und all das wurde eben mit diesen Mitteln finanziert, die jetzt als potenziell verfassungswidrig erklärt worden sind. Jetzt aber erstmal die Entwarnung. Aktuell könnt ihr die eben angesprochenen Förderungen noch beantragen. Das heißt, diesbezüglich gibt es aktuell, und heute ist der 29.11. am Tag dieser Aufnahme, das ist ganz wichtig zu erwähnen, weil es kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Stand heute könnt ihr diese Förderung noch beantragen. Wenn ihr mehr zum Thema BEG-Förderungen wissen wollt, empfehle ich euch mal meine Playlist KfW und BAFA-Förderung. Da gehe ich nämlich auf jedes Programm im Detail ein, wie ihr das beantragt und was ihr erfüllen müsst. Die Frage ist jetzt aber, wie lange wird es diese Förderungen jetzt noch geben? Die Tagesschau mutmaßte letzte Woche, dass die Förderungen für neue Heizungen und energetische Sanierungsmaßnahmen durchaus in Frage stehen könnten. Und tatsächlich, erste Konsequenzen sind heute schon spürbar, weil letzte Woche hat die KfW bereits einen sofortigen Antragsstopp für das Programm 455 verhängt. Das Programm 455 ist das Programm altersgerechtes Umbauen. Und mit sofortiger Wirkung letzter Woche konnten diese Anträge A nicht mehr gestellt werden, und Anträge, die schon gestellt worden sind, aber noch nicht genehmigt waren, die wurden eben nicht mehr von der KfW zugesagt. Und genau das könnte uns jetzt zeitnah auch für die BEG-Förderungen erwarten. Was also jetzt tun? Und hier muss ich noch mal ganz deutlich erwähnen, natürlich habe ich nicht den Blick in die goldene Glaskugel. Allerdings, wie gesagt, könnte es durchaus sein, dass die BEG-Programme auch gestoppt werden. Wenn ihr jetzt kurz vor dem Abschluss einer Baufinanzierung seid, kurz vor dem Antrag von einer Finanzierung für eine Sanierungsmaßnahme, die KfW förderfähig ist, dann ist meine dringende Empfehlung, ihr solltet lieber früher den Antrag stellen als zu spät. Wir wissen nicht, was kommen wird. Vielleicht begleiten uns die BEG-Förderungen noch länger. Kann durchaus möglich sein. Aber ich sage immer, lieber haben als brauchen, ja, und nicht, dass ihr jetzt fest mit so einer Förderung plant und es ereilt uns der gleiche Antragsstopp wie im Programm 455, was durchaus momentan jederzeit passieren könnte. Ich hoffe natürlich, dass die BEG-Förderungen uns nach wie vor begleiten werden, auch nächstes Jahr. Und irgendwo ist es ja auch so, die Klimaschutzziele, die haben sich ja nicht geändert. Allerdings steht momentan alles so ein bisschen auf der Kippe. Was ich auch ganz klar euch empfehle: Ihr solltet jetzt keine Kurzschlussreaktionen an den Tag legen, weil egal, ob es jetzt ein Neubauvorhaben oder ein Sanierungsvorhaben ist, sowas muss immer gut geplant sein. Meine Empfehlung, schnell den Antrag zu stellen, bezieht sich nur auf diejenigen von euch, die jetzt kurz vor einem Abschluss stehen oder vor einer Antragstellung stehen. Ihr solltet jetzt keine Fehlplanungen riskieren, nur weil ihr jetzt sehr schnell eben noch den Antrag auf den Weg geben wollt, weil sowas fällt einem sehr schnell dann später auch auf die Füße. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das möchte ich natürlich weiterhin tun. Von daher meine dringende Empfehlung und auch mein Wunsch an euch: Abonniert doch meinen Kanal. Ihr habt die Win-Situation. Ihr seid immer auf dem Laufenden zum Thema Immobilienfinanzierung und Förderung. Und ihr unterstützt gleichzeitig mich und meinen Kanal und garantiert, dass es weiterhin interessante Videos zum Thema geben wird. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut.